Sagen ist, dass sich hier in Freiberg eine unglaubliche Sache entwickelt. Das sieht man am Spiel der Mannschaft. Spielen sehr gut zusammen, mannschaftsorientiert, mannschaftsdienlich, niemand fällt ab. Gefällt mir sehr gut, auch was sie so im individualtaktischen Bereich schon machen. Mannschaftstaktisch sicherlich hier dann noch eine Baustelle, lassen ein paar Chancen liegen. Aber sehr griffig und vor allen Dingen strukturiert, ordnen sich gut, die Leute hören aufeinander. Also hier entwickelt sich eine sehr positive Sache und ich denke, die werden dieses Spiel heute hier verdient. Gewinnen, so sie jetzt nicht noch ein dummes Gegentor empfangen, wird das Spiel verdient 3-2 ausgehen, weil sie einfach heute die bessere Mannschaft sind. Was unsere Mannschaft betrifft, ist es derzeit so, dass wir in der ersten Herrenmannschaft ein paar Probleme haben und von daher einfach 3-4 Leute in die erste Herrenmannschaft nach oben schieben, um die zu unterstützen, was aber die Leistung der Freiberger Hockeytruppe heute überhaupt nicht schmälern soll, weil letztendlich muss man mit dem spielen, was man hat und da sind wir heute einfach ganz klar unterlegen, muss man sagen, kämpferisch, sowohl läuferisch als auch kämpferisch. Zu den Schiedsrichtern, wenn sie mich direkt fragen, sage ich prinzipiell keine groben Fehlentscheidungen. Man würde sich wünschen, dass gerade die jungen Schiedsrichter vielleicht nicht ganz so schnell mit Karten hantieren, sondern dann lieber aufeinander zugehen. Fehlentscheidungen passieren eben, wir machen Fehler auf dem Platz. Insofern meine rote Karte sicherlich, wie soll ich sagen, vielleicht berechtigt,
Es ist, denke ich, 5 Minuten später redet man da auch anders drüber. Ärgerlich, dass dieser Situation halt eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorausgeht, aber das erlebt man momentan leider im sächsischen Hockey sehr oft, dass Fehlentscheidungen dann eben mit Karten kaschiert werden. Abschließend, wie gesagt, wünsche ich der Truppe vom Freiburger Hockey Club hier sehr viel Erfolg in dieser Saison. Kann sich was entwickeln, muss man gucken, wie man es im Training hinbekommt, ob alle da sind. Aber ich sehe sie ganz klar als Aufstiegsfavorit. Vielen Dank, Ihnen persönlich alles Gute und Ihrer Mannschaft ebenso. Na klar, vielen Dank. Tobi, stark gespielt und trotzdem unentschieden. Ja, wir haben wieder super stark gespielt. 3-1-Führung schon wieder wie beim letzten Spiel und wieder 5 bis 10 Minuten, wo wir die 3 Punkte herschenken. Wieder 2 absolute Gurkentore kassiert. Vorne haben wir noch das 4-1 oder 4-2 auf dem Schläger. Haben es wieder nicht geschafft. Nervliches Problem. Sind wir schon enttäuscht jetzt. Wollten eigentlich 3 Punkte mitnehmen. Heute ging auf jeden Fall was. Wir haben die Leipziger stärker erwartet. Aber ja, wieder nur ein Punkt. Vielen Dank.